So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Eben noch da gestanden am Fenster in voller Montur, die Raid am Mittwoch-Folge aufgenommen. Da haut Niantic schon wieder den nächsten Brocken raus. Ihr wisst, Team Rocket wurde ins Spiel eingeführt, wurde wieder rausgenommen und ist jetzt zurück mit Verbesserungen. Es ist alles viel schwerer. Die Viecher sind auch schwerer zu fangen. Die Chance, die Kämpfe sind schwieriger, alles ist schwieriger, alles wurde angehoben, es gibt eine Spezialforschung dazu und ihr könnt die Pokémon jetzt auch nicht mehr tauschen, zumindest die bösen Schatten-Pokémon könnt ihr nicht mehr tauschen, die zählen jetzt als mysteriöse Pokémon, die Erlösten hingegen könnt ihr dann tauschen, aber dazu jetzt gleich mehr, wir wollen nämlich mal kurz hier reingucken. Team Go Rocket fällt in Pokémon Go ein, bla bla bla, das könnt ihr euch mal in Ruhe durchlesen. Ihr wisst ja das mit den Pokestops, wenn die so blau sind, müsst ihr hingehen, könnt dann da kämpfen. Wir schauen jetzt mal kurz hier rein, wegen einer neuen Spezialforschung, die jetzt frei ist. Die soll sehr einfach sein, auch relativ fix gehen. Ich habe eine alarmierende Anzahl von Berichten von Trainern erhalten, dass manche Pokestops anscheinend verfärbt aussehen. Das ist im Prinzip wie ein Tutorial, was euch das jetzt näher bringen soll. Einige Trainer haben sogar Gestalten in Shirts mit großen roten R drauf gesichtet, die diese Pokestops zu bewachen scheinen. Diese zwielichtigen Charaktere haben anscheinend Pokémon mit einer mysteriösen dunklen Aura bei sich. Ich werde dies mit Spark näher untersuchen, aber am besten... Levelst du schon mal ein paar deiner Pokémon hoch? Man weiß nie, was einem begegnen könnte. Und jetzt schauen wir hier eine beunruhigende Situation. 1 von 4, entwickel 2 Pokémon, verwende 5 Power-Ups bei Pokémon. Das ist die ganze erste Aufgabe, das ist ja relativ einfach. Und wir gucken jetzt mal kurz rein, was wir da entwickeln und was wir power-uppen und melden uns gleich zurück. So, da habe ich erstmal das Dragoran rausgesucht, das habe ich letztens bei der Forschung zum Durchstarten entwickelt, als ich ein Dragonier auch entwickeln musste und wir die ganzen Bonbons hinterher geworfen bekommen haben, das hat schon hohes Level, das werden wir jetzt nochmal 5-mal pushen, das lohnt sich nämlich, das hat jetzt schon 3500, 5 Power-Ups also, geht also relativ schnell, 2 Pokémon müssen wir dann noch entwickeln, dann ist das erste Kapitel schon abgeschlossen und eigentlich lohnt sich's gar nicht, dass man jetzt für jedes Kapitel eine extra Folge macht, aber mache ich glaube ich trotzdem einfach. Dann lade ich halt vielleicht mal 2 Folgen an einem Tag hoch oder so, keine Ahnung, aber wir gehen trotzdem Kapitel 1 bis 4 extra durch. Habe ich es jetzt überhaupt schon fertig? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaube es ist schon fertig, wir brechen mal hier kurz ab an der Stelle, gucken mal rein. Und da ist es schon. Wir gucken uns auch gleich mal die Belohnung an. Wieso denn nicht? Drücken wir mal hier drauf. Ein wildes Zubiris erscheint. Das werden wir auch gleich mal eintüten. So aber nicht. Also das wird nichts. Wir drücken noch mal. Oh, Ball, was machst du? Da hüpft es wieder wild rum. Ihr hört, immer noch erkältet oder ganz frisch erkältet. Der Poolparty hat ordentlich reingehauen. Eigentlich wollte ich sowieso die Shiny Poolparty hochladen, aber das muss jetzt durch die Forschung wieder ein paar Tage warten. Das verschiebt sich jetzt alles wieder ellenlang. Das Zubiris haben wir gefangen. Jetzt können wir es zum Glück auch gleich bewerten und uns da mal anschauen. Ja, geht natürlich besser. Und 2 Pokémon noch entwickeln. Dann machen wir es uns einfach ganz einfach. Wir gehen mal hier rein, gehen auf zuletzt gefangen und nehmen 2 Hydropi habe ich doch, glaube ich, hier vom Hydropi-Tag. Nehme ich einfach 2, da habe ich noch ein paar Bonbons übrig. Entwickle einfach 2 Hydropi. Das eine ist tot, das kann ich danach eigentlich auch direkt wegschmeißen. Zweites Hydropi noch, also ganz unspektakulär. Kapitel 1 von 4. Könnt ihr bestimmt alles an einem Tag fertig machen. So, das hauen wir gleich mal weg. Gucken wir uns auch gar nicht weiter an. Morabell, das noch hinterher auch nochmal entwickeln und ihr seht, entwickelt 2 Pokémon ist auch fertig. Da können wir also schön die Belohnungen einsacken und uns dann wieder melden, wenn Kapitel 2 anfängt. Ihr habt bestimmt bis morgen schon alles fertig. Ich glaube, morgen werde ich das Video hier hochladen und vielleicht Kapitel 2 hinterherladen oder so. Mal schauen. Und da holen wir auch noch die Belohnung ab und wir haben ein Gramurx. Hätte ja ein Shiny sein können. Zubiris übrigens auch. Der Ball fliegt immer noch so komisch und wedelt so komisch durch die Gegend. Der Adi ist tot, glaube ich. Der liegt einfach da vorne.
in der Gardine durch, da, als der Iswo da war, haben wir immer so die Fenster aufgemacht und da sind die ganzen Fliegen reingekommen. Und jetzt, wo der Iswo weg ist, hat der Adi die Gardine runtergerissen. Ja, das geht auch. Kann man auch wegschmeißen. Super. Weil die Fliegen immer zu dort vorne rumgerannt sind, ist er einfach dahin, hat die Gardine runtergerupft. 1000 Staub, 1000 Erfahrungspunkte. Bäm, das war Kapitel 1 von 2. Wir melden uns dann zurück mit Kapitel 2 von... Ach, 1 von 2. 1 von 4. Wir melden uns zurück mit Kapitel 2 von 4. Und jetzt schaut euch nochmal den Adi an, wie der da einfach in der Gardine rumliegt. Da. Ach, jetzt ist er auch noch aufgewacht. Toll. Was machst du da? Das hast du aber schön gemacht. Hä? Jetzt können die ganzen Leute reingucken. Bist du verrückt? Das sehen die, dass ich nichts anhab. Guck doch mal da hier. Da läuft schon einer. Und den Weihnachtsbaum, den nimmt er auch immer und schmeißt ihn in die Ecke. Auf jeden Fall, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.